Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu meinem neuen Video wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Fall von Rosemarie Nitribitt. Maria Rosalia Auguste Nitribitt wurde am 1. Februar 1993 in Düsseldorf geboren. Sie nannte sich selber Rosemarie. Sie kam damals als nicht-eheliches Kind zur Welt. Ihre Mutter Marie Rosalie war noch minderjährig, als sie Rosemarie bekam. Ihren Vater, welcher ein Arbeiter aus Düsseldorf war, lernte Rosemarie nie kennen. Dieser lehnte auch jede Unterhaltszahlung für sie ab. Sie wuchs wie ihre beiden Halbschwestern in ärmlichen Verhältnissen bei ihrer Mutter in Ratingen und Düsseldorf auf. Bereits im Jahre 1936 entzog das Düsseldorfer Jugendamt der überforderten und mehrfach straffällig gewordenen Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder. 1938 wurde Rosemarie und ihre zwei Jahre jüngere Halbschwester Irmgard in ein Kinderheim in Eschweiler eingewiesen. Letztendlich kam sie in eine Pflegefamilie nach Niedermending. Zunächst schien sich Rosemarie gut in ihre neue Familie zu integrieren, da sich die Pflegeeltern Nikolaus und Anna-Maria Elsen aufopfernd um sie kümmerten. Doch die Kriegsjahre drängten auch Familie Elsen in ärmliche Verhältnisse. Trotzdem scheint das junge Mädchen in Niedermending zum ersten Mal Geborgenheit kennengelernt und Freunde gefunden zu haben. Rosemarie galt als fröhlich, aufgeweckt und lebhaft, ehe sie 1944 im Alter von 11 Jahren von einem 18-jährigen Nachbarsjungen vergewaltigt wurde. Der Täter blieb unbestraft, da der Vorfall in dem kleinen Eifeldorf totgeschwiegen wurde. Mit 13 Jahren freundete sich Rosemarie mit zwei Prostituierten an und kam so erstmals in Kontakt mit dem Rotlichtmilieu. Nach dem Krieg begann sie sich selbst zu prostituieren. Zu ihren ersten Freiern zählten amerikanische und französische Soldaten. Bereits im Alter von 14 Jahren soll sie erstmals abgetrieben haben. In einem kleinen Ort wie Niedermending stellt Rosemaries verwahrlostes Verhalten einen beispiellosen Skandal dar. Sie galt als sittlich gefährdet, da sie sich nächtelang mit Soldaten herumtrieb. Daher wandten sich die überforderten Pflegeeltern an das Jugendamt. Am 22.08.1947 ordnete das Amtsgericht Main die Unterbringung von Rosemarie in ein Fürsorgeheim an. Doch diese setzte sich zunächst nach Koblenz, dann nach Frankfurt am Main ab, wo sie kurzzeitig als Kellnerin und Mannequin arbeitete und sich auch Gelegenheiten zur Prostitution ergaben. Mehrfach wurde das junge Mädchen von der Polizei aufgegriffen. Die folgenden Jahre verbrachte sie in Heimen und Besserungsanstalten. Immer wieder gelang es ihr jedoch zu flüchten und für einige Wochen unterzutauchen, meistens in Frankfurt. 1951 wurde sie wegen Landstreicherei zu 3 Wochen Haft verurteilt, die sie in der Jugendstrafanstalt in Frankfurt-Bröngesheim verbüßte. Danach tauchte sie erneut in Frankfurt unter, wo sie als Prostituierte in der Umgebung des Frankfurter Hauptbahnhofs arbeitete. Als sie im April 1952 erneut von der Polizei aufgegriffen wurde, war kein Heim mehr bereit, sie aufzunehmen. Man überführte sie in die Arbeitsanstalt Brauweiler, wo sie Tüten klebte und am Webstuhl arbeiten musste. Nach ihrer Freilassung und der Aufhebung der gerichtlich angeordneten Fürsorgeerziehung im April 1953 zog es Rosemarie Nitribitt endgültig nach Frankfurt, wo sie sich ein kleines Zimmer mietete und begann, sich ihren Platz im Rotlichtmilieu zu erobern. Bald wurde aus der Gelegenheitshure eine professionelle Dirne, die zunächst ihre Kunden im zwielichtigen Lokalen sowie rund um den Frankfurter Hauptbahnhof suchte. Allerdings gab sie sich große Mühe dabei, ihre einfache Herkunft zu verbergen. Um in der Gesellschaft nicht durch mangelnde Bildung und fehlende Weltbürgerlichkeit aufzufallen, lernte sie Englisch, Französisch und belegte Kurse für gutes Benehmen. Bekanntschaft mit einem reichen türkischen Freier ermöglichte ihr schließlich den Kauf eines Opel Capitaine, mit dem sie über die Kneipen und das Areal des Hauptbahnhofs hinaus tätig sein konnte. Andere Freier luden sie in den Urlaub ans Mittelmeer ein. Sie erhielt Zugang zu gesellschaftlich gehobenen Kreisen, zu denen Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker und Unternehmer zählten. Hinterlassene persönliche Aufzeichnungen zufolge und nach Recherchen der Frankfurter Kriminalpolizei erwirtschaftete Rosemarie in ihrem letzten Lebensjahr ein unversteuertes Einkommen
von 90.000 D-Mark. Bereits Mitte 1956 erwarb sie den berühmten schwarzen Mercedes-Benz 190 SL mit roten Ledersitzen, mit dem sie in Frankfurt sehr viel Aufsehen erregte und der ihr Markenzeichen wurde. Der Verbleib des Mercedes nach ihrem Tod ist unklar. Sie kleidete sich stets nach der neuesten Mode und bezog im März 1956 eine teure Neubauwohnung am Eschenheimer Turm in der Frankfurter Stiftstraße 36. Aber nicht nur Statussymbole wie der Mercedes und die teure Garderobe, auch ihr Spitznamen wie Captain Lady, Gräfin Marisa oder Rebecca spiegelten Rosemaries gehobene Stellung in der Hierarchie der Frankfurter Prostituierten wider. Mit dem auffälligen Mercedes fuhr Rosemarie zwischen der Frankfurter Hauptwache und dem Kaiserplatz herum und lud reiche Freier ein, sie nach Hause oder ins Hotel zu begleiten. Gegen Trinkgeld erhielten zudem interessierte Hotelgäste von den Portiers der Luxushotels ihre Telefonnummer. Gegen Ende des Jahres 1956 legte sich Rosemarie einen weißen Pudel namens Joe zu, der sie stets auf der Jagd nach Freiern begleitet und das Bild der Edelhure komplettierte. Im Oktober 1957 bestellte sie sich einen schwarzen Mercedes Coupé 300S, hielt aber auch Ausschau nach Geldanlagemöglichkeiten. Im Gespräch waren zum Beispiel die Beteiligung an einer Bar, einer Pension oder einem Gestüt. Im Herbst 1957 saß Rosemarie vor einem Glas Sekt in einer Bar in Bad Homburg und sagte: "Irgendwann schlägt mir noch jemand den Schädel ein." Und so kam es, wie es kommen musste. Rosemarie Nitribitt war 24 Jahre alt, als sie am 1. November 1957 in ihrer Frankfurter Wohnung tot aufgefunden wurde. Sie hatte eine Platzwunde am Kopf und Würgemale am Hals. Unter die Kopfplatzwunde legte der Mörder ihr ein rosafarbenes Frottee-Tuch. Der Putzfrau waren die seit 3 Tagen gestapelten Brottütchen vor der geschlossenen Tür und das Jaulen des Pudels aufgefallen. Als die Polizei die Leiche fand, war die 24-Jährige bereits mehrere Tage tot. Weil die beiden herbeigerufenen Beamten aufgrund der durch die voll aufgedrehte Heizung entstandenen Hitze und des Verwesungsgeruchs in der Wohnung sofort die Fenster öffneten, ohne vorher die Zimmertemperatur gemessen zu haben, konnten die Gerichtsmediziner den genauen Todeszeitpunkt später nicht mehr feststellen. Trotzdem legte die Kriminalpolizei den Todeszeitpunkt auf den 29. Oktober 1957 fest. Zwar wurde in der Wohnung Kampfspuren festgestellt, doch Geld, Schmuck und Pelze waren noch vorhanden, sodass kein Verdacht auf Raubmord bestand. Rosemarie wurde auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf beigesetzt. Ihr Schädel wurde zuvor abgetrennt und von der Frankfurter Staatsanwaltschaft als mögliches Beweismittel zurückgehalten. Später wurde der Schädel sogar der Frankfurter Polizei als Lehrmittel für die Kommissarenausbildung übergeben. Im Dezember 2007, nach 50 Jahren, gab die Staatsanwaltschaft den Schädel frei und er wurde am 10. Februar 2008 zurück zu ihrem Körper in ihr Grab gebracht. Die Beamten ermittelten gegen einige, zum Teil prominente, Verdächtige. Darunter waren Angehörige der Familie Krupp. Der Krupp-Erbe Harald von Bohlen und Habach schrieb ihr sogar Liebesbriefe. Nur eine Hochzeit kam für ihn nicht in Frage. In der prüden, biederen Adenauer Republik war schon allein die Existenz dieser Frau skandalös. Eine derartige Liaison wäre aber schlicht undenkbar gewesen. Auch gegen den Sprössling eines großindustriellen Clans, Harald Quandt, und den Millionärsbrüdern Ernst Wilhelm Sachs sowie seinem jüngeren Bruder Gunther Sachs wurde ermittelt, doch es gab keinerlei Beweise. Der mit dem Fall befasste Kriminalkommissar Alfred Kalk sagte über das Notizbuch, in dem Nitribitt ihre Kontakte festhielt: "In dem Buch standen Namen, aber die waren nicht aus der großen Welt der Mächtigen und Reichen, sondern ganz normale Bürger. Das höchste war ein Bankdirektor aus Bad Homburg. Rosemarie hatte in ihren Taschenkalender von 1957 insgesamt 60 Namen aufgeschrieben." Der Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts in München wurde beschattet und im Dezember 1958 mehrmals verhört, weil Rosemarie seinen Namen zusammen mit den Stichworten Düsseldorf und München in den Taschenkalender notiert hatte. Im Jahr 1959 wurde dem Verdächtigen mitgeteilt, dass die Ermittlungen gegen ihn eingestellt wurden.
12 Stunden später erlitt er einen tödlichen Herzinfarkt. Kaum erklärbare Ermittlungspannen der Frankfurter Kripo nährten den Verdacht einer planmäßigen Vertuschung. Einige Akten verschwanden spurlos, die Beamten machten zahlreiche Fehler. Über Jahre und Jahrzehnte wurde spekuliert, dass brisante Akten und Verhörprotokolle vorsätzlich beiseite geschafft worden seien, um prominente Freier und Verdächtige aus Politik und Wirtschaft zu schützen. 2013 stießen jedoch Archivare der Frankfurter Polizei in ihren Archiven auf die verschollen geglaubten Dokumente. Das Spurenbuch und einige ausgewählte Dokumente waren bis 1972 von den Frankfurtern Ermittlern aktiv weitergeführt und dann nach Schließung des Falls schlicht im Archiv vergessen worden. Mit dem Auffinden der Akten konnten viele der Verschwörungstheorien, die sich um den Fall ranken, als widerlegt betrachtet werden. Lange Zeit verloren geglaubte Teile der 24-bändigen Ermittlungsakten lagern im Polizeiarchiv in Frankfurt. Darunter befinden sich 4 Bände mit Vernehmungen, das Notizbuch von Rosemarie, weitere erkennungsdienstliche Bilder von Tatverdächtigen, 19 Liebesbriefe, Postkarten und Gedichte von Harald von Bohlen und Halbach. Doch auch diese ganzen Akten gaben keinerlei Spuren zu ihrem Täter auf. Die vielfache Behauptung, in der Wohnung Rosemaries sei ein laufendes Tonbandgerät gefunden worden, das die Ankunft des letzten Besuchers aufgezeichnet habe, kann man mittlerweile auch widerlegen. In der Wohnung wurde zwar ein grundig Tonbandgerät sichergestellt, mit dem aber zuletzt Schallplatten aufgenommen worden waren. Die Aufnahmen von Sprachaufzeichnungen wären schon aus technischen Gründen nicht ohne weiteres möglich gewesen. Am Ende des eingelegten Tonbandes befand sich jedoch tatsächlich eine Sprachsequenz, die offensichtlich zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen worden war, und zwar gegen die Laufrichtung der übrigen auf dem Band befindlichen Musikaufnahmen. Die schlechte Qualität der Sprachaufzeichnung erklärte sich durch den Bandlauf beim ersten Abspielen des Bandes durch die Frankfurter Kripo. Spielt man die Sprachsequenz gegen den Bandlauf der Musikaufnahmen ab, hört man allerdings nur, wie Rosemarie ihren Hund zu sich ruft. Trotz fehlender Beweise kam es zu einem Gerichtsverfahren. Der Hauptverdächtige war ein chronisch verschuldeter Freund Rosemaries, der damals 34-jährige Handelsvertreter Heinz Christian Pohlmann. Er wurde angeklagt, aber im Juli 1960 mangels Beweise freigesprochen. Man habe trotz erheblicher Zweifel an der Herkunft des vielen Geldes, das sich unmittelbar nach der Tat in seinem Besitz befand und wahrscheinlich aus der Wohnung Rosemaries entwendet worden war, nicht mit letzter Sicherheit die Täterschaft Pohlmanns in der Mordsache erkennen können, hieß es in der Urteilsbegründung des Frankfurter Schwurgerichts. Pohlmanns Verteidiger Alfred Seidel, der spätere bayerische Innenminister, hatte den Todeszeitpunkt in Frage gestellt, den die Polizei für den Nachmittag des 29. Oktober 1957 angenommen hatte, und bekam dabei Recht. Unter anderem hatten die am Tatort eintreffenden Beamten versäumt, die Temperatur der Leiche oder die Umgebungstemperatur in der laut Polizeibericht sehr warmen, fußbodenbeheizten Wohnung von Rosemarie zu messen, was für die exakte Bestimmung der Todeszeit unbedingt notwendig gewesen wäre. Auch gab es Zeugenaussagen, wonach Rosemarie nach dem von den Ermittlern vermuteten Todeszeitpunkt noch Besorgungen erledigt habe, einmal in der nahegelegten Metzgerei Mathieu und auf der großen Eschenheimer Straße sei sie gesehen worden. Für diesen Zeitraum besaß der Angeklagte nach Ansicht des Schwurgerichts ein Alibi und somit endete der Indizienprozess mit einem Freispruch für Heinz Pohlmann. Und somit ist der Fall um Rosemarie Nitribitt bis heute ungeklärt und weist jede Menge Fragen auf. Aber der Fall der jungen Frau, die sich mit großer Mühe aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und mit ihren legendären schwarzen Mercedes-Benz mit roten Ledersitzen durch Frankfurt fuhr, ist immer noch Stoff für Filme, Dokumentationen und sogar Musicals. Den ersten Roman über die prominente Lebedame Rosemarie Nitribitt schrieb Erich Kubay 1958. Titel des Buches: Rosemarie, des deutschen Wunders liebstes Kind. Das Buch war auch Vorlage für den Film Das Mädchen Rosemarie, welcher 2014 erschien. Bereits 1996 und 1958
war der Fall unter gleichen Namen verfilmt worden. Was meint ihr? Denkt ihr, die große Wirtschaftsprominenz wurde doch geschützt und es war einer von ihnen? Oder denkt ihr, sie ist einfach an den falschen Freier geraten? Es könnte natürlich auch sein, dass sie ein reines Zufallsopfer wurde, aber das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Schreibt mir gern eure Meinung und Gedanken zu dem Fall in die Kommentare. Ich hoffe, wir hören uns bei einem neuen Video. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Eure Lilly.